meine Story-Views sind, würde ich sagen, um 25 bis 35% höher, wenn ich... Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Tormplatzer Raw-Kanal. Wir wollen mal darüber sprechen, was sind eigentlich die besten Instagram-Stories, die du posten kannst für mehr Engagement und mehr Reichweite. Gib diesem Video auf jeden Fall ein Like, wenn du sagst, es sollen mehr Instagram-Videos kommen und ich soll vielleicht auch aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen mehr berichten, denn ich habe in diesem Fall Folgendes gemacht. Ich bin bei mir selber in die Impressionen rein, ich habe geguckt, welche Stories funktionieren am besten und zeige euch im Endeffekt genau diese Stories jetzt und erkläre so ein bisschen, warum diese gut funktionieren. Vielleicht eine Info noch vorweg. Auf Instagram sind mittlerweile über 1 Milliarde Menschen, 21 Millionen in Deutschland. Und es werden täglich über 500 Millionen Instagram-Stories geschaut. Es gibt nichts Besseres, um wirklich eine Community aufzubauen. Du bist nah an den Leuten dran, du kannst direkt mit ihnen kommunizieren, du kannst hinter den Kulissen zeigen, was passiert. Ja, du hast sofort die Möglichkeit, auf so viele Menschen zuzugreifen. Wenn ich mal überlege, was das eigentlich für eine Macht ist, du sitzt an deinem Schreibtisch, du hast eine Message oder du hast eine Frage, du nimmst dein Handy, sprichst da rein und das sehen Zehntausende von Menschen, das muss man sich einfach mal klar machen, dann ist das auf jeden Fall ein Tool, womit man sich beschäftigen muss, wenn man auf Social Media groß werden will. So, angefangen mit der Nummer 5 und das sind Twitter-Posts. Bei mir ist es so, ich schaue immer abends, okay, habe ich in meiner Story alles drin? Ich will was Persönliches drin haben, ich will Lifestyle und ich will Content. Und oft ist es dann so, gerade jetzt irgendwie im Sommer, ja, man ist viel draußen auf der Dachterrasse und ich sehe, ey, ich habe fast nur Lifestyle gezeigt. Dann überlege ich mir, was beschäftigt mich gerade? Wo habe ich gerade was drüber gelesen? Gehe zu Twitter, erstelle einen Tweet, also einfach irgendwas, was mir aufgefallen ist, meine Meinung, also wirklich einen Content-Piece, beschneide den, packe den in meine Instagram-Story, benutze einen Filter, sodass sich der Hintergrund von Twitter mit dem Hintergrund der Story angleicht, dass es einfach weiß aussieht, aus ästhetischen Gründen, und poste das. Und da bekomme ich tatsächlich sehr, sehr viele Reaktionen drauf, ja, dass Leute wirklich schreiben, hey, sehe ich genauso, du hast recht. Und Leute antworten oft mit 100% oder mit der Flamme. Ja, da sind da teilweise hunderte von Reaktionen drauf und ich sehe auf jeden Fall, es gefällt den Leuten. Ist schon öfters aufgefallen, Leute screenshotten das, packen meinen Twitter-Post bei sich in die Story, das spreadet sich dann wieder und funktioniert allgemein sehr gut. Nummer 4 sind kleine Anleitungen. Anleitungen sind bei mir meistens so Instagram-Story-Folgen von 2 bis 4, wo ich Dinge erkläre, ja, wie man beispielsweise etwas macht. Das heißt, ich spreche über ein Problem, ja, sowas wie, hey, mir ist aufgefallen, ich habe irgendwie Heuschnupfen, immer so ein leichtes Kratzen im Hals und ich habe jetzt das und das dagegen gemacht. Oder hey, ich bin morgens immer müde und ich trinke jetzt immer einen Bulletproof Coffee. Der besteht aus Kaffee oder 2 Espressi, Weidebutter, MCT-Öl und dann esse ich bis 14 Uhr nichts. So, diese kleinen Nuggets, ja, diese kleinen To-Dos oder Anleitungen oder How-Tos besser gesagt, funktionieren bei mir sehr gut. Leute machen das nach, geben mir Feedback. Und wenn du dann in diesem How-To so auch noch sagst, hey, probiert das mal und schreibt mir, dann bekommst du halt sehr, sehr viele Nachrichten drauf, weil Leute es ausprobieren. Nummer 3. Jetzt sind wir schon auf dem Podest. Geht an Real-Life-Stories. Also ich merke das immer wieder, ja, wenn ich einfach mal so aus meiner Geschichte erzähle und sage, ey, jetzt mal Real Talk. Ja, als ich zum Beispiel angefangen habe, das Buch zu schreiben, haben voll viele zu mir gesagt, Torben, das wird sich nicht lohnen, wer liest denn heutzutage noch? Und darauf bekomme ich super viele Replies. Ja, Leute, die dann sagen, hey, stimmt, bei mir im Freundeskreis versuchen mir Leute auch immer was auszureden und so weiter. Und es war bei mir genauso. Oder als ich mal das Thema angesprochen habe, wem ich Geld geliehen habe, dass ich das nicht zurückgekriegt habe und so weiter. Also Real Life, Real Talk Stories, super gut für viel Engagement. Und die Silbermedaille geht tatsächlich, und das ist jetzt lustig, an Fails und Versprecher. Glaub mir, ich kenne so viele Leute, die, wenn sie eine Insta-Story aufnehmen und sich versprechen, und das habe ich früher auch gemacht, natürlich nochmal neu anfangen. Ich mache das nicht mehr. Wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich. Wenn bei uns ein Smoothie zu Hause auf den Boden fällt und es sieht aus, als wäre hier das übelste Massaker stattgefunden, poste ich das. Wenn ich morgens müde bin, poste ich das. Wenn ich einen Pickel auf der Nase habe, poste ich das. Glaub mir, je rawer, passend zum Kanal, je authentischer du postest, je mehr du den Leuten zeigst, du hast auch Fehler, du bist nicht perfekt, du stotterst mal, du hast einen Versprecher drin, desto eher können sich Leute damit identifizieren, antworten mit Lachsmilies und meistens schreiben auch super viele, hey, voll sympathisch, dass du es nicht nochmal neu aufnimmst und einfach sagst, heute habe ich zum Beispiel in meiner Story sowas gesagt wie, jo,
Ich schlafe meistens zwischen 6 und 9 Uhr. Und dann sagten alle, wie 6 bis 9 Uhr, schläfst du jede Nacht 3 Stunden oder schläfst du von 18 Uhr bis morgens um 9? So, und das war einfach für viele Leute ein kurzer Lacher. Und ich habe das selber auch gemerkt, aber habe gedacht, hey, ich lasse es einfach mal drin. So, weil ich habe mich einfach in dem Moment versprochen. Denk immer dran, in so einer Real-Life-Diskussion kannst du ja auch nicht sagen, ah, stopp, ich habe mich gerade versprochen, lass mal immer zurückspulen, damit ich den Versprecher nicht noch mehr mache. Nicht nochmal mache. Ja. So, und jetzt gibt's die Goldmedaille. Und die gibt es für Q&As. Ganz klar. Ihr habt es vielleicht bei mir gesehen, ich mache in meiner Instagram-Story fast jeden Tag mittlerweile eine Q&A. Meine Story-Views sind, würde ich sagen, um 25-35% höher, wenn ich eine aktive Q&A habe, wenn ich Fragen beantworte. Das liegt daran, dass wenn Leute da Fragen reinschreiben, dann warten sie ja darauf, dass du ihre Frage beantwortest. Das heißt, sie kommen immer wieder zurück, weil du taggst ja die Leute nicht unbedingt. Sie kommen immer wieder darauf zurück, wollen sehen, okay, welche Fragen hast du beantwortet, hast du ihre Frage vielleicht beantwortet und so weiter. Ja, Leute finden das super spannend. Mein Tipp an dich, begrenzt das. Also was ich jetzt sehr oft mache, ja, ich habe sogar ein eigenes Template dafür erstellt jetzt. Morgens, ich mache mir meinen Kaffee und sage, hey, ich beantworte 3 Fragen oder 2 Fragen oder eine Frage heute oder 5, die du noch nie gestellt hast. Oder irgendwie so. Also versuch so ein bisschen zu variieren, dass du nicht einfach nur jeden Tag stell mir eine Frage hast, sondern vielleicht mal würdest du, kennst du mich gut und so weiter. Also dass du wirklich mal ein bisschen variierst, damit diese Fragesticker Sinn machen. Aber meine Empfehlung wirklich, jeden zweiten Tag mindestens eine in der Story haben. Kleiner Bonustipp, wenn du nicht so wie ich Twitch-Partner bist, weird flex an der Stelle, dann darfst du ja auf Instagram noch Live-Videos machen. Wenn du einen Fragesticker hast und du machst dann ein Live-Video und ziehst den ersten Fragesticker rein, beobachte mal deine Viewer. Da werden nämlich direkt ein paar geaddet, weil Instagram pusht sehr dieses Q&A-Feature in Lives. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir super gerne ein Like, ja, wenn dem so ist. Und folge meinem Instagram-Account. Da gibt's immer alle Hacks und alle Tipps sofort. Musst du gar nicht warten bis zum nächsten Video. Würde mich trotzdem freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn jeden Dienstag und jeden Freitag um 18 Uhr kommt ein neues.